Herzlich willkommen zur Klassik Brügge de Panne. Heute steht die Ausgabe der Damen auf dem Programm. Ich mache hier die Vertretung für den lieben Paddy, der ist leider etwas verschnupft, wie ihr die letzten Tage schon gehört habt. Er ist dann hoffentlich bald wieder für euch da. Gestartet wird in Brügge. Es geht dann immer weiter in Richtung de Panne, wie der Name auch schon verrät. Und dann über zwei lokale Zielrunden bis ins Ziel nach insgesamt 162,8 Kilometern. Es ging dann auch gleich schon ganz schön zügig los, noch 73,6 Kilometer zu fahren und es können sich vier Damen erstmals entscheidend absetzen. Mit dabei Danique Brahm, Sarah van der Veel, Fien Delebare und Senne Knaven. Und die vier Mädels kommen dann auch geschlossen zum Minerva-Zwischensprint, den sich hier nach einem harten Schlagabtausch mit den anderen Danique Brahm vom Team Bingo Casino sichern kann. Es wird kurz durchgefunkt und dann ist die Flucht auch schon vorbei. Noch 56 Kilometer zu fahren und die vier Mädels werden eingeholt. Im Peloton wird dann anschließend auch richtig Radrennen gefahren. Es zerlegt hier das komplette Hauptfeld. Eieiei, da brennen die Beinchen auf jeden Fall. Es wird dann allerdings auch noch mal ein bisschen ruhiger und das nutzt Alice Sharp, um sich hier mit dicker, dicker Mühle vom Hauptfeld abzusetzen. Die Irin kann dann eben auch ein paar Kilometer vorne bleiben und wir sehen jetzt gleich im Bild, wie sie sich hier alleine richtig abmüht. Der kleine Ausflug ist dann allerdings nach ein paar Kilometern auch schon wieder vorbei, denn wie wir jetzt sehen, attackiert hinten aus dem Hauptfeld aus deutscher Sicht sehr, sehr erfreulich Mieke Kröger. Mieke Kröger fährt vorbei an Alice Sharp und setzt sich mit ca. 10 Sekunden Vorsprung vor dem Hauptfeld ab, noch 18,3 Kilometer zu fahren. Im Hauptfeld kommt es dann leider zu einem heftigen Sturz hier, ab durch die Hecke, etwas zu wörtlich genommen. Wir hoffen, dass niemandem etwas passiert ist und gehen zurück zum Rennen. Hier wird leider Mieke Kröger dann eben nach einigen Kilometern an der Spitze auch vom Hauptfeld wieder eingeholt. Allerdings attackiert dann gleich direkt die Teamkollegin drüber. Die hatten sich auf jeden Fall heute vorgenommen, richtig Radrennen zu fahren. So fährt das Hauptfeld dann mit einer kleinen dezimierten Gruppe Richtung Ziel und 2,5 Kilometer vor dem Ziel kommt es dann nochmal zu einem heftigen Crash. Anna Trevisi hier vom Colnago UAE-Team stürzt heftig, kann aber zum Glück auf ihre Wundermaschine aufsteigen und wieder Richtung Ziel rollen. Bei strahlendem Sonnenschein kommt es dann zum erwarteten Zielsprint, angefahren hier vom Team Movistar für Emma Norsgaard, die in fünfter Position lauert. Dahinter Lotte Kopecky, die den Sprint für ihre Teamkollegin anfahren möchte. Eieiei, richtig, wird hier reingeballert. Lorena Wiebes vom Team DSM sehen wir auch. Dahinter dann auch die Weltmeisterin Elisa Balsamo, die jetzt ihren Sprinter eröffnet. Wiebes oder Balsamo, wer wird sich hier durchsetzen? Oder doch hinten links Emma Norsgaard, schafft dies nochmal vorbei? Nein. Elisa Balsamo setzt sich hier entscheidend vor Lorena Wiebes aus dem Team DSM durch. Die Weltmeisterin, einmal mehr erfolgreich dieses Jahr, hat wirklich eine super starke Saison hier beherzt von den Teamkolleginnen und natürlich auch von den Betreuerinnen. Wir sehen den Sprint nochmal aus einer anderen Perspektive und den unwiderstehlichen Antritt von Balsamo. Wiebes kommt da wirklich kaum hinterher und kaum in den Windschatten rein. Wirklich super stark. Emma Norsgaard da am linken Bildrand. Das ist wirklich ein überragender Sprint, bei dem man dann schon mal die Arme zum Jubeln in die Luft reißen kann. Hier sehen wir nochmal das Tagesergebnis. Elisa Balsamo vor Lorena Wiebes und Marta Bastianelli. Dahinter kommt dann Lonneke Uniken und Mara Martins ins Ziel. Natürlich gibt es auch noch mal ein paar Blumen, da kann man sich schon mal feiern lassen nach so einem überzeugenden Sieg. Die drei Damen auf jeden Fall glücklich bei dem Wetter, keine Frage. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war unsere Zusammenfassung der Klassik Brügge de Panne. Wir verabschieden uns für heute und sagen dann bis zum nächsten Mal, vielleicht mit Paddy oder vielleicht auch wieder mit mir, das wissen wir noch nicht. Ich hoffe, ihr seid allerdings wieder mit dabei.